Da, Tür zu Thalers Haus. Doch, da kann man rein. Natürlich kann man da rein. So, Thaler ist nicht da. Ich würde sagen, wir laden uns einfach selbst ein in seinen Wohnbereich. Hallo, mein Freund. Hallo. Hallo. Jetzt, hallo. I'm a fence. I buy and sell. What you deal in? Everything worthwhile. So what'll it be? We doing some plowing business? Natürlich. Hier. The city guards found a witch's sword at your place. First of all, it's the cocksucking guards. Second, why do you care? Another witcher, Berengar, came to see you. Well, it wasn't his fucking razor. How do you know that? I have your boyfriend's other property. The sword I got elsewhere. Other property? Right. Meaning not his sword, got it? Like his undershorts that he pissed all over or something. Okay. So where did you get the sword? What'll you give me if I tell you? I'll stop short of gutting you. Fair offer. I bought it from a man at the Hairy Bear Tavern. Care to describe him? No need. He's the most famous dice player around. Out fucking standing. A real goddamn magician. Okay. How did you get Berengar's property? Stubborn ass fellow, aren't you? From a middleman. Okay. Da. You don't get it. I'm not interested in the middleman. I want information about Berengar. Then don't fucking ask me. Your witcher boy was working for the alchemist, Kalkstein. That information you get free. I'll charge you the usual for anything else. Alter, du siehst dreckig aus. Okay, ja. How did you get Berengar? Stubborn. Where do I At the Hairy Bear Tavern. Doubt he'd want to talk to you. Man named Coleman. Okay, gut, hier. Have you heard of Salamandra? Piss-swilling reptiles. I've heard of them, but I've no fucking idea what they want. Amphibians. What? Salamanders are amphibians. Now tell me your connection to them. I'll be proud if I know. Geralt ist ein elendiger Klugscheißer. Entschuldigung, so. Hier. You do business with Salamandra? Did you fucking fall off your horse? How did you get Berengar's effects? Dog's balls, I'm a fence. Want me to draw you a picture? You think I ask every thief who he plowed for his goods? Let me draw you a picture. A certain organization, Salamandra, has it in for witchers. A witcher, Berengar, disappears, and all he had lands in the hands of a fence. You. Getting this? A pox on pictures. Berengar's nothing to me. My suppliers might know more. Besides, I'd never survive in this business if I sold hot goods I actually had a hand in getting. Okay. That's believable. Innocent until proven guilty, I guess. So let's assume it's not you for now. I'd say so. Goddamn Dijkstra, ace spy. Dog's balls, what a clever analysis. If you figure anything out and need more information, creep on over and we'll talk. Okay, hier. So what'll... You do business with... Did you? Nein, hallo. That's innocent. Ja, I'd say if you... Halt. So, darf ich jetzt nochmal? So what'll... So, hier. Ich kann im... Ja, ich kann mit ihm trinken, ich kann... Bei ihm schlafen, okay. Erklärt mir, warum die Wachen euch tolerieren. Ach so, weil er ein Hehler ist, oder wie? Naja, egal. Explain to me why the guards tolerate wissen wir you. Ja schon. That's confidential. You need to know how to take care of yourself. Take care? Both the bastard guards and the arse-loving thieves need me. That's real art, Witcher. I have deals with everyone, and that makes me untouchable. Right. So what'll it be? We doing some plowing business? Spielt ihr? You gamble? I'm an abso-fucking-lutely great poker player. Why? Care to play? Don't make me laugh, you're a swiving amateur. Get some practice before you fucking bother me again. So what'll it be? Warum beenden die immer die Gespräche, Alter? So, zeigt mir eure Waren. Schön! Ein bisschen SM-Spielzeug hat er auch hier. Rune der Sonne, Waffenausbaustufe. Sie kann er. Ja, okay. Feuersteine.
Ich würde gerne alle verkaufen. So, 10 Ohrens. Wow, es ist unglaublich viel. Hier, dann hier nochmal 7 Ohrens. Schwarzpulver brauche ich. Was ist das? Grundstoff für Bomben. Da, weg damit. Weg damit. So, was haben wir da? Ein Malmstein. Ja, auf jeden Fall. Den Ring hier, weg damit. Den Ring hier auch weg. Den behalten wir. Und dann Hexerstahlschwert. Das brauchen wir alles nicht. Was hat er denn noch so bei sich? Forensische Medizin. Aber da, was? Ein Lehrbuch der Anwendung medizinischen Wissens bei der Verbrechensaufklärung. Ah, interessant. Goldring. Ich verkaufe doch keinen Silberring, damit ich mir einen Goldring leisten kann. Blauer Meteorit. Das überlege ich mir nochmal, ob ich den kaufe. Der kostet 300. Okay, das ist schon sehr teuer. Okay, der hat auf jeden Fall ein Buch und eine Rune. Die Rune kostet auch 300. Gut, das war's aber erstmal. Das heißt, wir haben... Naja. Wir müssten mehr essen und mehr trinken. Oder weniger zu essen und weniger zu trinken mitnehmen. Eins von den beiden. Naja, egal. So. Ja. So what? Ja, darf ich jetzt bei dir pennen? Nice. Okay, folgendes. Wir haben 6 Bronzetalente. So, was haben wir denn da? Raufhandel. Schaltet Machtverstärkung im Faustkampf frei, was auch immer das ist. Igni haben wir ja hier. Schaden plus 20. Bewirkt Einäscherung. Machen wir. Definitiv. So. Ah, Charakterstufe 15 plus, dann kriegen wir Silbertalente. Ach so. Na dann. Starker Stahl, schneller Stahl, Gruppenstahl. Ach, ich kann die ganzen... Ach, so ist das. Gruppen plus 50, plus 15, Schaden plus 20, Schaden plus 40%. Hier. Was ist das? Zweiter Angriff in einer Sequenz. Besteht aus 2 Hieben. Definitiv. Nochmal Schaden. Definitiv und nochmal Schaden. Blutige Wut 2. Silberschwert. Schnelles Silber, würde ich sagen, oder? Verkrüppelnder Schmerz. Schaden plus 20%. Komm. 20% Schaden sind immer gut. So, das heißt, wir haben Igni ausgebaut und wir haben Stahlschwert und Silberschwert auch ein bisschen. Stärke, Gewandtheit, Ausdauer, Intelligenz. Ich frage mich, ob wir das alles voll bekommen irgendwie. Was haben wir denn da? Tagebuch. Ach ja. Was wir alles haben. Was heißt der Stern? Aktiv. Okay. Na dann. Wie sind wir vertraulich? Ich muss den Zeugen befragen. Ich muss herausfinden, wer er ist. Als erstes sollte ich den Gefangenen befragen, den die Stadtwache festhält. Das wäre nicht schlecht, ja? Gesucht, das ist hier. Geheimnisse der Hexer. Ich habe mit Ermittlungen über den Anführer der Salamander begonnen. Ich arbeite mit einem Detektiv namens Raymond zusammen. Vielleicht kann ich mit seiner Hilfe herausfinden, wer für Azajavet arbeitet und so an ihn herankommen. Ja, das wird sich alles in ein Würfelspiel. Die Grundlagen. Hier. Der Komplize als Zeuge. Ich muss Fistech für Jethro beschaffen. Ach, und so kon... Ach so. Mit Fistech kommen wir wahrscheinlich an den Gefangenen heran. So, Sonnenaufgang. Jo, reicht. Damn. Shit. Okay. Thaler flucht und beginnt zu fegen. Schön. Was auch toll ist, Geralt kniet sich einfach immer nur hin und, naja, die anderen schlafen halt im Betten. Was haben wir denn da? Treppe nach unten. Ich schnüffel einfach mal rum, ich speichere auch mal ganz kurz. Aha. Aha, Behälter. Ein verdächtiger Behälter. Behälter. Tja, nö, da war nichts drin. Nö, wieso? Hast du was gesehen? Da war nichts drin. Da war nichts drin. Ehrlich jetzt. Ich habe nichts genommen.
Da, Thaler hat auch nichts mitbekommen. Ist das ein Safe? Warum kann ich den nicht aufmachen? Altes Regal. Toussaint Rot. Ja, nehmen wir noch mehr Rotwein mit. Wir haben ja noch nicht genug davon. Ist auch nur gut, dass wir den niemals verwenden. Vielleicht finden wir noch einen Lebensmittelhändler, dann können wir das ganze Zeug einfach mal verkaufen. Grrr, voll der gefährliche Hund. Grrr. So. Hühnchen gackert. So. Ja, ich bewege mich. Ich bewege mich. Ich bewege mich. Was haben wir denn da? Antiquar. What do you want? Weiße Zwerge sind eine seltene Gattung. Wise dwarves are rare. Are only sea witchers, but still don't stare. Want to see my stock? Ja, na unbedingt. Oh Gott. Okay, da kann ich auf jeden Fall... Da. Das will ich verkaufen. Und das da auch, weil das habe ich nämlich alles schon gelesen. Was ist das? Höllenhundseele? Das habe ich schon gelesen. Okay, weg damit. Das habe ich auch schon gelesen. Weg damit. Okay, schön. Feinwet. Ein Herbarium, das ausschließlich Feinwet behandelt. Es ermöglicht dem Leser, diese Pflanze zu bestimmen. Es kostet 3. Alter, die wichtigen Bücher kosten alle ein Heidengeld. Alter. Alchemie Serikaniens. Drachentraum. Da können wir eine Bombe herstellen. Ach du Schande. Striegen, Werwölfe, Echinopsen, Ache, Spuren. Wir haben so viel Geld nicht. Kostschei. Über die Belebung des Unbelebten. Ich würde gerne wissen, ob man dann nochmal zurückkehren kann. Wir haben so viel Geld nicht. Alter. Books, Scrolls, Parchments. Ja, genau. Wenn die Preise ein bisschen angebrachter wären. Was? Könnt ihr mich spüren? Was hat er gesagt? Trinkets, Baubles, anything you need. What are you selling? Jewelry, ladies' apparel, precious stones? Precious stones? Oh Gott, ja! What use are your goods? If you need no jewelry yourself, what of others? They're excellent gifts and worth 3 times the gold. Aha. Interessant, schön, ja. Roter Schal, hier Orchideen. Orchideen für 50 Ohren natürlich. Ja, ein Schal für 200 Ohren. Ja, 120. Also ein Goldring kriegst du für 120, aber der Schal ist 200 wert. Feuerstein. Ja, Feuersteine kann man ja Menschen schenken, die man nicht mag, ne? Herold. Jewelry, gifts. To the gallows with the squirrels! Tell me more. Anyone who assists the sons of bitches or who otherwise commits treason against the kingdom shall be handed to the hangman and end their life on the gallows. Okay. Interessant. So. The Escalopian snake. I'd love to meet the fool who associated skin shedding with medicine. Ja, Esculapstab, das ist, warum laufen die Guards hier immer mit den Lanzen gezückt rum? Anschlagtafel. Suche fähigen und aufgeschlossenen Schwertkämpfer. Anfragen Kalkstein, Meister der Alchemie. Okay, den kennen wir ja. Den müssen wir auch noch finden. Ja, da ist ein Schild. Da hinten beim Gefängnis war noch die Anschlagtafel. Deswegen wollten wir das Inventarfreiraum. Ja. Wir wollten Inventarfreiraum. Kann ich noch irgendwas ganz kurz verzehren? Nein, Barkest-Schälen kann ich nicht verzehren. Einen Silberring mit Rubinen kann ich anlegen. Einfach nur aus Jux und Dollerei. Rote Schal kann ich herschenken. Schinkenbrot kann ich essen. Ich gebe ihm Schinkenbrot und was hat er? Einen halben Laib Käse in der Hand. Beißt einmal ab und steckt ihn wieder in seine Hosentasche. Das soll mal jemand glauben. So, was haben wir denn da? Vertrag.
beginnt den Vertrag eines Hexers, der Wolf-Vertrag. Nehme ich Echinops-Vertrag, Alkohol-Vertrag, Hunde-Vertrag und ertrunkene Tote-Vertrag. Sehr schön. Dann schauen wir mal. Machen wir wieder zu und machen wir wieder auf. Erstmal lesen. Rechte Maustaste drücken. Der Wolf-Vertrag. Jean-Pierre verkauft Wolfspelze. Man findet ihn beim Landungssteg in den Sümpfen. Er zahlt für 10 Pelze. Okay, zahlt er jetzt 10 für jeden Pelz oder zahlt er nur für 10 Pelze? Ach so, ich muss 10 heute. Okay. Echinops. Die tapfere Person, die 3 Echinops-Wurzelstöcke beibringen kann? Was beibringen kann? Soll ich denen was beibringen oder wie? Soll reich belohnt werden. Fragt nach dem Gärtner, der bei Prophet Majorans Krankenhaus im Tempelbezirk arbeitet. Um diesen Vertrag zu erfüllen, ist der Echinops-Eintrag im Bestiarium erforderlich. Okay, das heißt, wir brauchen das Echinops-Buch. Das kostet eh nur 500. Ja, was würden wir denn sonst machen mit dem Geld, ne? Also es ist auch hier in Witcher 1 schon das Geld knapp. Interessant, ich muss niesen. So, hier. Der Aalghul-Vertrag. Ich entlohne jeden, der mir das Mark von 3 Aalghulen bringt. Frisch muss es sein. Kalkstein, der Alchemist, Tempelbezirk. Ich brauche den Aalghul-Eintrag. Ist ein zweites Buch. Sind schon 1000 Ohren. Der Hundevertrag. Ich bezahle gut für die Eliminierung streunender Hunde. Blick auf die Seite, wo mein Hund auf der Couch liegt. Gott sei Dank streuen sie nicht. So, als Beweis für die Vollendung der Aufgabe sind 6 Töpfe Hundetalg abzuliefern. Ihr findet mich auf dem Friedhof der Totengräber. Warum auch immer der Totengräber tote Hunde haben will, also Hundetalg. Egal. Der ertrunkene tote Vertrag. Dieser Vertrag ist ertrunken und tot. Der Orden der Flammenrose belohnt tapfere Kämpfer, die ertrunkene Tote ausrotten. Als Beweis dafür, dass die Ungeheuer besiegt wurden, müssen 10 Zungen ertrunkener Toter bei Ritter Siegfried von Denesle im Hauptquartier des Ordens abgeliefert werden. Siegfried von Denesle. Ich muss mir den Namen aufschreiben, Moment. Ganz kleinen Augenblick, ich muss mir... Ich hab da eine Vermutung. Ich habe eine Hausaufgabe für euch. Ich schreibe mir den Namen hier auf und ihr drückt jetzt mal ganz kurz, wenn ich fertig geredet habe, drückt ihr mal ganz kurz auf Pause und geht mal bei Google recherchieren, ob Siegfried von Denesle nicht eigentlich der Typ ist, der uns in Witcher 3 da ein paar Mal aufgelauert hat, weil er irgendeine Jungfrau... Wie ist die Jungfrau Himbeere? Jungfrau Brombeere? Irgend so eine Beere. Wollte er beeindrucken. Und indem er uns besiegt im Schwertkampf. War das nicht derselbe? Hieß der nicht auch Siegfried von Denesle? Oder war der eine Gwindkarte? Äußerst merkwürdig. Okay, Moment. Hier, das kann ich durchstreichen. Das ist erledigt. Siegfried von Denesle. So. Habe ich mir aufgeschrieben. Hoffentlich kann ich das morgen noch lesen. So. Stift wieder zumachen. Perfekt. Siegfried von Denesle, Hauptquartier, Orden abgeliefert werden. Jawohl. Okay. Gut. Haben wir eine neue Quest. Dann haben wir alles gelesen. Dann würde ich sagen, ich verziehe mich jetzt wieder zum Händler. Ich brauche nämlich die Einträge von... Hier. Ungeheuer. Was haben wir denn da? Barges, Blödzüger... Furchtbringer. Oh ja. Höllenhund. Ach du Schande. Der Höllenhund, Alter. Okay, ich brauche Echinopse und ich brauche Aalghule. Hoffentlich sind die im selben Buch, Alter. Wobei, was machen wir denn sonst mit dem Geld? Wir kaufen ja eh nie was. Wobei, wir brauchen natürlich auch möglicherweise irgendwann ein neues Schwert. Ich habe keine Ahnung, wie viel das kostet. What do you want? Ein Buch. So, was haben wir denn da? Hier, Nekrophagen. Ghule und Gravier. Aalghule, Zimmetauren, das kostet 500.
Ich kaufe das einfach, ja. Und hier, Echinopse, Archespuren, Archespuren. Boah, ich hasse Archespuren. Alter.